Zum Abschluss der Punktkinematik noch einmal zwei Beispiele zum analytischen Prinzip. In diesem Fall ein Industrieroboterarm, an dessen Teleskopende eine Punktmasse angebracht ist und das die Bahn R in Abhängigkeit des Winkels Theta beschreibt. R ist hier in Abhängigkeit von Theta gegeben. Zum Zeitpunkt T befindet sich der Arm in der Lage Theta 1 mit der Winkelgeschwindigkeit Theta Punkt und der Winkelbeschleunigung Theta 2 Punkt. Es sind nun Radial- und Tangentialkomponenten der Geschwindigkeit und der Beschleunigung dieses hier befindlichen Gegenstandes A zu bestimmen. Das ist aber technisch ein bisschen relevanter vielleicht, aber auch hier, und da sieht man einmal die Mächtigkeit dieses analytischen Prinzips, auch hier können Sie ja sofort das analytische Prinzip anwenden. Sozusagen immer, wenn man eine Funktion kennt für irgendeine Kurve, kann man ja über ganz standardmäßiges Ableiten nach der Zeit sofort die Geschwindigkeit bestimmen. Also wenn die Kurve parametrisiert ist, so wie da oben, jetzt ohne Einheit, und wir wissen, wir möchten an der Stelle Pi Viertel bestimmen, was so los ist mit der Kinematik des Roboterarms, dann kennen wir dort eine Geschwindigkeit und wir kennen eine Beschleunigung. Und sowas ist an der Stelle, schaut es noch ein bisschen abstrakt aus, weil wir nur Kinematik machen und keine Kinetik, aber sowas ist schon relevant technisch. Ich habe zum Beispiel am Montag da, weiß nicht, ob wer die von Ihnen vielleicht auch gesehen hat, so eine Doku gesehen über die Tesla-Fabrik, wo ja fast alles automatisiert funktioniert. Und da fahren natürlich die Roboterarme wie wild durch die Gegend. Und da muss man sich schon überlegen, wie muss man das Ding eigentlich auslegen. Gut, also rein ableiten, wenn man das ableitet, der 1er fällt natürlich weg, das Cosinus wird zum Minus Sinus, minus 0,5 Sinus Theta. Und was ist mit dem? Ja, das lasse ich jetzt Sie noch. Was fällt mir noch? Ist das schon die Ableitung, oder? Theta Punkt. Naja, wenn man es rein von der Ableitung her betrachtet, ist ja R Punkt dr nach dt. Und Theta ist eine Funktion von t, die man an der Stelle nicht kennen muss. Aber wenn man nach t ableitet, müssen wir zuerst den Sinus von Theta von t nach Theta ableiten und dann das innere Theta nach t. Und das innere Theta nach t ist das Theta-Punkt. Ja. Genau, auf die sollte man nicht vergessen. Und die zweite Ableitung ist dann natürlich die Beschleunigungskomponente. Da muss man jetzt auch aufpassen, weil was gibt es da jetzt noch zusätzlich? Zur inneren Ableitung? Eine Produktregel, genau. Also 0,5, ich ziehe das Theta-Punkt nach vor, dann ist die zweite Ableitung vom Theta-Punkt das Theta-2-Punkt. Sinus Theta bleibt stehen, wie es ist. Und dann haben wir die Ableitung 0,5 Cosinus von Theta. Und der Cosinus ist ja ändert den Vorzeichen, also Sinus ist plus Cosinus, ändert das Vorzeichen nicht, aber wir haben schon die innere Ableitung Theta-Punkt von oben und wir kriegen noch einmal eine innere Ableitung Theta-Punkt von der jetzt, also steht da hier Theta-Punkt Quadrat. Muss sein. Theta-Punkt mal Theta-Punkt. Das sind genau die Terme, die ja da in der Zylindertheorie drinnen stehen. So entstehen die in der Praxis beim Ableiten. Und ja, und was gilt jetzt? Naja, jetzt gilt, dass dieses VR die Geschwindigkeit in die R-Richtung des R-Punkt sein muss, nämlich genau das, was wir oben ausgerechnet haben, das minus 0,5 Theta-Punkt Sinus Theta, wenn Sie in die Theoriefolie reinschauen, an der Stelle Theta ist Pi Viertel. Das haben wir alles, da kann man einen Zahlenwert bestimmen. Und es gibt zusätzlich ein V-Theta,
Und wie schaut das aus? Das steht nämlich noch nicht da. R mal Theta-Punkt, genau. Theta-Punkt ist einfach die Winkelgeschwindigkeit, ja. Also die Bahn sozusagen wieder, die Bahngeschwindigkeit jetzt in den, oder der Anteil der Bahngeschwindigkeit in den Zylinder-Polarkoordinaten. Ja. Das ist einfach das R von oben. Mal Theta-Punkt. Eingesetzt an der Stelle Theta ist Pi Viertel wieder und bei Theta-Punkt ist 0,6 Sekunden nach minus 1. Ergibt es 0,81 Meter pro Sekunde. Und zusammen sind es die beiden Richtungen für den Vektor der Geschwindigkeit, nämlich minus 0,21 Meter pro Sekunde. Ich mache das lieber mit E für Einheitsvektor in Richtung R und die 0,81 von unten in Richtung Theta. Das ist die Geschwindigkeit und die Beschleunigung genauso. AR, einfach aus dem, was man sich hergeleitet hat in Polarkoordinaten, da lautet der Zusammenhang über die Ableitung des Vektors wieder in, also die Vektoränderung, natürlich R2-Punkt, das was man eh sowieso immer hat, und minus R mal Theta-Punkt Quadrat, das wäre jetzt sowas wie der Zentripetalanteil, so wie er aus der Herleitung rauskommt. Dann kriegt man auch hier durch Einsetzen minus 0,7 Meter pro Sekunde Quadrat raus. Und für das A Theta gilt R Theta 2 Punkt plus 2 R Punkt Theta Punkt. Ebenfalls wieder einfach ableiten, fertig. Und da kommt ein relativ kleiner Anteil, nämlich 0,084 Meter pro Sekunde Quadrat raus. Und die beiden zusammengefasst ergeben dann in Polarkoordinaten die beiden Komponenten für die Beschleunigung. Nämlich die minus 0,7 Meter pro Sekunde Quadrat in R-Richtung plus 0,084 Meter pro Sekunde Quadrat in Theta-Richtung.